Ja, ich glaube, wir müssen die Zeiten beschleunigen. Die letzten Jahre hat man Verantwortungen hin und her geschoben. Und jetzt geht es darum, auch die Investitionen in die Realität umzusetzen. Da gibt es viele offene Fragen im europäischen Rechtsrahmen, in der europäischen Wirtschaftszone, aber vor allem auch lokal gibt es große Anforderungen. Die Wirtschaft von morgen kann nur bestehen, auch im ländlichen Raum, wenn es das schnelle Internet gibt. Und dazu braucht es sehr viel private Investition. Und die soll angereizt werden durch die richtigen staatlichen Entscheidungen.